Little Hope. Take me out. Take me out. Sieht doch ja nichts, der Typ. Danke fürs Anhalten. Klar. Hm. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Ah, klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Oh nein. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Fahren Sie ostwärts. Der weiß schon genau, warum er nicht dahin geht möchte. Geht direkt durch Little Hope. Mhm. Das dauert so auch nicht viel länger. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Wie lange? Oh nein, ich ahne es schon. Das genau 3 Monate. Respekt. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Hab ich gehört. Das ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist schlimm. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Das war so krass. Oh, geile Bude. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Ich hatte nur einen harten Tag. Wundert es dich, dass sie wieder streiten? Mich was? Nicht. Betrunken. Wie überraschend. Ich habe nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche.
Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Du hast für nichts den Nerv. Wann wäre es denn recht? Du machst aus einer Mücke einen Elefanten. Was soll denn das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten ist ja etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist so gemein von dir. Siehst du nicht, wie schwer das für mich ist? Du bist nicht die Einzige, die Probleme hat. Die Sache mit der Fabrik ist ernst, Ann. Wirklich ernst. Nicht jetzt! Nicht heute. Bloß nicht. Ich hatte viel Spaß. Und die Fahrt war sehr schön. Ich spiele immer gern Taxi. Gleichgültig, sie kommt immer zu spät. Lass sie in Ruhe. Sie kommt immer zu spät. Du bist lustig. Ich? Ich muss echt weg von hier. Und meiner lieben Familie. Und zwar schnell. Komm schon. So schlimm sind die nicht. Wenn du wüsstest. Sehen uns morgen. Lass mich mal nachsehen, ob ich Zeit habe. Ich bin eine gefragte Frau. Sicher. Ich komme morgen um 8 vorbei. Sei kein Arsch, war keine Absicht. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Spielst du den Dude? Ja. Lass mich raten. Er ist nüchtern wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Sie streiten sich so oft und sagen immer dasselbe. Immer wieder dasselbe. Ist dir wohl scheißegal, warum rede ich mit dir? Schön, dass du es vorliest. Du könntest auch mal Interesse zeigen. Weißt du? Einmal. Hab dich nicht so. Ist doch nichts Neues. Sie streiten sich schon, seit wir krabbeln konnten. Du bist gekrabbelt. Ich bin gelaufen. Dennis, zum 1000. Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden! Hey, mehr Respekt! Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Ist das, ne? Wir sind Teams auf einmal alle. Sie hat einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Typ, Das ist Dennis, wie er leibt und lebt. Er ist ganz er selbst. Wie überraschend. Trottel, ey. Hey, Dennis. Hey! Nicht jetzt, Schwesterherz. Hey! Spinn hier nicht so rum! Erschreckt. Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Okay.
Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht einmischen. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Es klang ernster als die üblichen Streitereien. Sie redeten über Megan. Sie hat was angestellt. Das überrascht mich nicht. Bei Megan ist mehr als nur eine Schraube locker. Ich verstehe nicht, warum alle auf ihr rumhacken. Okay, du edelster aller Ritter. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Boah. Megan ist nach oben. Schau doch mal nach ihr. Falls du nichts zu tun hast. Ich finde sie. Ach, scheiße. Was mache ich in der Zeit hier? Gute Frage, ich bin jetzt oben. Was denn? Ich werde jetzt hier oben Zeugs machen. Halte R2 gedrückt zum Aufheben von Objekten. Dennis? Bist du noch hier? Was willst du? Wie geht's denn meinem liebsten Bruderherz? Nicht so gut. Das Trampeltier ist über meine Platten gelatscht. Sie ist deine kleine Schwester. Außerdem scheint ihr Musikgeschmack besser zu sein als deiner. So, wer ist jetzt hier wo? Megan. Ich muss jetzt schon diese Scheiße wieder mit dem Puls machen. Jetzt schon? Mhm. Hey, Mom! Hallo? Hier sind einfach alle Türen abgeschlossen. Was war der denn? Hab nie verstanden, was er an diesem Zeug findet. Aha. Ja, warum muss das jetzt mit dem Puls machen? Vor dem Vater da, oder was? Ja, weil der am Pennen war. Sieh nach, Tanja. Jetzt pennt er wieder ein, der Penner. Gespräch ist alles abgesperrt, abgeschlossen. Ist doch versuchen. Hä? Bin ich denn jetzt hier? Ich kann aus dem Fenster gucken. Will ich das? Oh, ich will das nicht eigentlich, oder? Ich will das nicht. Welcher totgeweihte Schnüffler hat es gewagt, in meinem Tagebuch zu lesen? Oh, jemand hat das Tagebuch von meiner geöffnet. Okay. Um dann rumzuschnüffeln. Die Hexenprozesse, okay. Museum von Little Hope. Ja, hier sind alle Türen abgesperrt. Was ist das? Öffnen? Boah, ne, auf keinen Fall. Ich in den Keller? Nein. Ja, was soll ich denn noch hier machen? Wenn jetzt alle Türen abgesperrt sind und... Hä? Kannst du runtergehen? Megan. Anwesenheit. Tage abwesend. Tage spät. Oh. Runtergehen kann ich nicht. Oh, jetzt bin ich auch. Willst du machen? Kein okay. Interesse. Sie sehen mich nicht. Mit wem redet das? Was vibriert da so? Ist das ist ein Controller. Hm? Das ist nicht richtig. Wie redet denn mit jemandem? Mann! Tick-Tack-Boom, die Uhr ist tot. Wie Wichser, ich hasse dieses Game. Schwätzt sie mit ihrer Puppe? Nein, ich soll jetzt an allem schuld sein. Das ist unfair. Du schwätzt mit ihrer Puppe. Hey, Megan.
Was ist los? Ich höre dich nicht. Hey, mit wem redest du da? Mit jemandem, dem ich nicht scheißegal bin. Ja. Wovon sprichst du? Alter! Was war das? Da kam gerade ein Rabe gegen ein Fenster geflogen. Wie kann ich denn hier draußen auf dem Balkon? Nice. Ich kann die Treppen nicht hochgehen. Was zur Hölle? Hä? Oh, Entschuldigung. Ich wollte nur die Treppen hochgehen. Ich wurde gerade ausgesperrt. Auf dem Balkon? Ja. Megan. Okay. Hey, Megan! Die Kleine Anthony, reagiert einfach hallo? Auf nichts. Die hat mich jetzt einfach ausgesperrt. Anthony! Wo zur Hölle bist du? Rufst du mich? Anthony, wo zum Teufel bist du? Bist du Anthony? Hm? Anthony, ja, langsam werde ich echt wütend! Hey, jetzt sind die Türen offen. Die waren doch eben alle abgesperrt. Jetzt auf einmal ist die vielleicht unten. Mit meiner Familie. Ich glaube dir. Ah. Tanja, was ist los? Das gehört mich ausgesperrt. Es ist arschkalt. Oh, oh. Ich lass dich wieder rein, aber verschone Megan. Moment. Oh, shit. Mist! Megan! Wo bist du? Brennt so schnell? Ja, klar. Oder ist das hier Laminat oder so? Die Küche steht in Brand! Ist nicht dein Ernst, oder? Nee. Megan! Schau dir die Scheiben ein, Junge. Der liegt da versoffen. Der kommt nicht da raus, runter. Also er könnte schon runterspringen. Die ist im Bad eingeschlossen. Wo zur Hölle seid ihr? Anthony, Hilfe! Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Ich bin nur einfach da oben runter. Tanja retten, Megan helfen, scheiße. Boah, fuck. Ich meine, du kannst springen, oder? Ich hol Megan. Tanja, warte! Ich muss Megan holen! Ich hol Megan. Jetzt komm, das kann ich was machen. Ich kann versuchen runterzuklettern und eine Tür öffnen. Was bist du denn?
Ich hab mich erhangen. Ach du Scheiße! Was hast du denn gemacht? Ich wollte runterklettern. Alter, was? Moment. Was hast du gemacht? Digga. Ja, ich hatte eine Entscheidung zwischen zur Tür zu laufen, die zu öffnen und ins Haus zu laufen oder halt vom Balkon runter zu klettern. Ich habe versucht, also sie hat versucht, ich konnte nicht mehr irgendeine Taste drücken. Sie hat versucht, nach dem Fallrohr zu greifen, ist ausgerutscht, der Schal von ihr ist irgendwo hängen geblieben, hat sie sich erhangen. Also so finde ich das doch schon mal gut. Ja, ist die Frage, ob ich dich hätte retten können, ne? Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Es fängt schon mal gut an. Also es bedeutet schon mal was Gutes für die ganze Serie. Es kommt noch her. Ach, der Penner auch noch. Können wir den auffangen? Oh, ach du Scheiße. Oh shit. Was hast du getan? Na gut, keiner sollte wohl überleben dann. Alter. Trophäe, so viele Tote. Ja, kam die Zwischensequenz eigentlich bei dir auf, wo die sich erhangen hat? Ja. Ja. Schön. Hallo und willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht, oder? Oh, doch. Willkommen in meiner Schatzkammer. Ich bin der Kurator, der Hüter all dieser grandiosen Geschichten. Und für Sie habe ich eine ganz besondere. Natürlich. Beunruhigend, nicht? Durchaus. Es gibt sicher keinen Grund zur Sorge. Gewiss.
Diese Geschichte ist noch nicht beendet. Sie ist unvollständig und ihre Entscheidungen vollenden sie. Das Feuer? Nein, das hätten sie nicht verhindern können. Was passiert ist, ist passiert. Oder nicht? Nun, blicken wir nach vorn, sage ich. Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild. Hm? Sie betreten jetzt eine verwirrende, vielleicht verstörende Welt. Wie verstörend hängt davon ab, was Sie selbst glauben wollen. Und wie verwirrend von dem Pfad, den Sie wählen. Es gibt unendlich viele Richtungen, die man einschlagen könnte. Oft fehlen uns Informationen, die wir bräuchten. Dennoch müssen wir unseren Weg wählen. Und hoffen, dass er zur Wahrheit und zum gewünschten Ende führt. Denn sie bestimmen gemeinsam, wie diese Geschichte endet. Was einer tut, hat oft Folgen für den anderen. Also auch wenn sie zu zweit sind, vollenden sie die Geschichte wie ein Einziger. Wenn sie so wollen. Wie im Leben, ihre Entscheidungen zählen. Sie entscheiden, wie die Geschichte endet. Es gibt kein Zurück zum Anfang der Geschichte, doch von hier an liegt das Ende in Ihrer Hand. Sie haben gesehen, wie es begann. So viele Tote. Wie viele noch sterben, hängt von Ihnen ab, von den Entscheidungen, die Sie treffen. Wie sind Sie? Rational? Emotional? Trauen Sie Ihrem Kopf oder dem Herzen? Die Antwort ist nicht leicht. Manchmal ist eins besser und manchmal das andere. Mein bescheidener Ratschlag ist, nur dir selbst allein sei treu. Mhm. Doch ich bin hier, um aufzuschreiben, was sie tun, nicht um zu helfen. Ich soll mich nicht einmischen, wissen Sie? Steht mir nicht zu, so scheint es. Doch ich bin offenbar befugt, weise Worte zu zitieren von großen Autoren aus alter Zeit, wenn ich denke, es wäre angebracht. Oh, eine letzte Sache, bevor ich sie gehen lasse. Es gibt Bilder in Little Hope. Finden Sie sie? Zeigen Sie ihnen eine mögliche Zukunft? Eine, die vielleicht oder nicht eintrifft. Nutzen Sie sie. Es könnte helfen. Okay. Eine Beerdigung steht bevor. Gehen Sie. Viel Spaß. Oh nein. Ich mag schöne Beerdigungen. Oh je. Yeah. Oh.